Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll sich alles um Showblankets, Blankets, Pads und so weiter drehen. Also quasi, was muss ich als Westernreiter unter meinen Sack legen? Und am besten starten wir auch direkt. Bei den Englischreitern nennt sich das Ganze Schabrackel, bei den Westernreitern ist es das Sackelpad. Es hat verschiedene Aufgaben. Zum einen soll es natürlich, ich glaube, das ist so das, was einem als erstes einfällt, Stöße abdämpfen, Druckpunkte abdämpfen, die von Reiter, Reitgewicht, Sattel auf den Pferderücken einwirken. Das soll ein bisschen gepolstert werden, damit eben diese Stöße schön verteilt werden über dieses Pad und somit Schutz der Wirbelsäule und des gesamten Pferderückens gewährleistet ist. Zum anderen ist aber auch eine ganz große Aufgabe, Schmutz und natürlich auch Schweiß, Pferdeschweiß, zu vermeiden und dementsprechend etwas zwischen Sattel und Pferdekörper zu legen. Und natürlich auch eine ganz wichtige Sache ist die Luftzirkulation, Wärmezirkulation. Wenn das Pferd arbeitet und der Sattel auf dem Rücken liegt, entsteht ganz leicht Schweiß und natürlich auch damit dann ein Wärmestau. Und damit dieser Wärmestau sich eben nicht staut, beziehungsweise dieser entstandene Schweiß und diese Wärme, gibt es zur Luftzirkulation dann noch ein Pad dazwischen. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe von einem Pad. Und dann gibt es da noch immer mal wieder die Aufgabe des Ausgleichens. Also wenn das Pferd nicht das beste Exterieur hat, dann wird oft ein Pad genommen, was dann so ein bisschen die Unstimmigkeiten ausgleichen soll. Allerdings gehört das nicht wirklich zu den Aufgaben eines Pads. Ich weiß, es gibt Correction Pads. Sollten niemals Dauerlösung sein. Gerade zum Anreiten kann es da sein, dass mal hinten ein bisschen, vorne ein bisschen mehr der Pferdekörper höher steht quasi. Aber insgesamt sollte ein Pad als Korrigierung von einem schlechten Exterieur oder einem schwierigen Exterieur niemals eine Dauerlösung sein. Grundsätzlich lässt sich vielleicht sagen, dass dickere Pads, steifere Pads, die aufkommenden Druckpunkte, also zum Beispiel das Reitergewicht oder auch der Sattel, großflächiger verteilen und somit dann natürlich auch das Durchlassen von den Stößen ein bisschen verringern. Allerdings sind die, dadurch, dass die gerade am Anfang, wenn die neu sind, sehr steif sind, schnell auch die Ursache für Scheuerstellen. Bei dünneren Pads und auch bei weicheren Pads ist es genau andersrum quasi. Also die passen sich super schön an, es gibt eigentlich nicht Scheuerstellen. Allerdings kann es da natürlich oft passieren, dass die Stöße nicht ganz so schön abgedämpft werden und die dann eher auf den Pferderücken kommen. Ja, das so allgemein zu den Aufgaben. Und ich denke, eines der wichtigsten Punkte ist, welches Material sollte ich bei meinem Pad benutzen? Dazu lässt sich vielleicht sagen, dass es am besten natürlich ist, einen natürlichen Stoff zu nehmen. Also etwas, was natürlich vorhanden ist, keine Synthetiksachen, da das Ganze natürlich mit direktem Kontakt zum Pferdekörper und somit zu Haut und Fell steht, um einfach ein bisschen da Schutz zu gewährleisten. Also am besten einen Stoff natürlicher Herkunft wählen. Und da lässt sich vielleicht auch sagen, dass es meistens nicht nur einen Stoff gibt, sondern meistens ist das eine, ja, ich sag mal, Stoffkombination. Da sollte man vielleicht auch darauf achten, es gibt da wirklich alle möglichen Preisklassen. Es gibt da wirklich die normalen, sag ich mal, sehr günstige, billige. Und da gibt es natürlich auch Hightech-Stoffkombinationen, die natürlich dann auch ab 300 Euro anfangen zu kosten. Ich würde sagen, wer sein Pferd wirklich richtig stark belastet, weil er zum Beispiel im Sport, im Cutting oder sowas ist, der sollte dann tatsächlich in ein sehr teures Pad investieren, weil es eben ja diese ganzen Stöße ziemlich stark verteilen muss und es ziemlich krass im Einsatz ist. Ja, ich würde sagen, die normalen Reiter unter uns, also die so 3 bis 6 Mal die Woche reiten gehen und dann auch nicht jedes Mal im vollen Sport, denen reicht ein normales mittleres Pad, also was in der mittleren Preiskategorie ist. Ich würde an Pads an eurer Stelle niemals sparen. Oft ist das nämlich so ein bisschen so, wenn der Sattel passt, ist das Pad ja unwichtig oder hat nicht so eine hohe Relevanz. Das ist aber ein Trugschluss, also das sollte genauso gut ausgewählt werden wie ein gut passender Sattel. Ja, ich persönlich bin ein großer Fan von Filzpads oder beziehungsweise von dem Material Filz. Das hat verschiedene Vorteile. Ich zeige euch mal mein Filzpad. Ich gehe nachher noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was das genau für ein Pad ist. Aber erstmal zu dem Material Filz. Er ist super atmungsaktiv, er verformt sich nicht, also er ist sehr formstabil, wie ihr seht. Das Pad ist jetzt knapp 4 oder 5 Jahre, glaube ich, alt. Müssten 5 sein.
Auf jeden Fall hat sich da eigentlich nichts verändert. Trotz Reinigung ist das eigentlich noch super erhalten geblieben. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob es man in der Kamera so hundertprozentig erkennt, aber es ist ein bisschen dreckig. Aber ich denke, das macht auch nichts. Was total toll ist an dem Filz, wegen dem natürlichen Restfettgehalt von dem Material, ist es super schmutzabweichend und somit dann natürlich auch sehr pflegeleicht. Also man muss da wirklich nicht ganz so viel mitmachen wie mit anderen Pads. Das hier ist jetzt sehr dreckig, aber es gibt auch ein anderes Beispiel gleich. Ja, was auch sehr tolles ist, dass es relativ dick ist. Dadurch kommen die Stöße vom Reiter oder generell der Druck, der auf so ein Pad oder den Pferderücken einwirkt, nicht so gut durch. Also es federt die Stöße eigentlich ganz gut ab, hält die Stöße ganz gut ab. Und ich habe noch kein Pferd damit gehabt, was Scheuerstellen durch dieses Pad hatte. Auch gut sind Schafwollpads, also zum Beispiel Lammfell ist auch relativ gut. Aber da ist so ein kleiner Minuspunkt, die sind natürlich unheimlich pflegeintensiv. Das muss man definitiv vorher wissen. Die nehmen unheimlich gut die Feuchtigkeit vom Pferdekörper, gar keine Frage. Allerdings behalten die diese auch sehr lange in dem Material. Also man muss die immer sehr gut zum Lüften hinlegen, sonst gibt es ganz schnell Schimmel. Und natürlich ist auch Dreck einfach nicht mehr ganz so leicht rauszubürsten. Also ich meine, wenn man ein Lammfellpad aus Versehen in den Sand hat fallen lassen oder in Dreck, der weiß, dieser Schmutz geht eigentlich nicht mehr raus. Und das ist halt super, super nervig meiner Meinung nach. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal. Es sollte relativ egal sein oder sehr zweitrangig sein, wie die Optik von dem Ganzen ist, da ein Pad hauptsächlich oder in erster Linie passen sollte. Es ist ein Funktionsgegenstand und damit ist die Funktionalität an erster Stelle und die Optik ist erst zweitrangig. Was man gerade bei so hässlichen, sag ich mal, oder einfachen Filzpads tun kann, um die Optik zu verbessern, erzähle ich euch dann noch später im Video. Jetzt möchte ich euch erstmal gerne noch die verschiedenen Formen von Pads vorstellen. Also man unterscheidet das so ein bisschen nach dem Sattel. Je nachdem, wie der Skirt vom Sattel geschnitten ist, sind auch die Western-Pads geschnitten. Ich stelle euch am besten mal so die typischsten Sachen vor und zeige euch die dann auch, wenn möglich, an Beispielen. Also es gibt die anatomisch geformten Sattelpads oder ja, Pads. Die sind an der Wirbelsäule so ein bisschen höher. Das ist einfach für ein bisschen mehr Widerrissfreiheit. Beim Auskammern ist es dann auch ein bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr Platz vorhanden. Es reicht auch das ganz normale Auskammern. Wer nicht weiß, wie das geht und bitte immer auskammern, bevor man sich aufs Pferd setzt, der kann in meinem Video zum Westernsattel nachgucken. Dort ist nochmal alles über den Westernsattel und das Auskammern und das Nachgurten. Ja, das, was ich jetzt hier habe, das ist ein sogenanntes Classic Skirt Pad. Also wenn wir vom Skirt reden, Moment, dann ist das hier vorne und das hier ist hinten der Skirt. Also wie das hier an dem hier geschnitten ist, bei einigen auch hier. Es gibt nämlich neben diesem Classic Skirt auch noch, also Classic bedeutet einfach gerade und lang, ganz normal, klassisch quasi, gibt es auch noch den Butterfly Skirt. Ich blende euch hier mal ein Foto davon ein. Ihr seht, der ist hier vorne und hier hinten, ja, wie so Schmetterlingsflügel geschnitten. Kommt immer ein bisschen auf die Sattelform an. Viele Sättel haben eben diese Butterfly-Umfangform und da passt dann natürlich so ein Pad. Dieses Pad hat außerdem auch noch eine gewisse Wirbelsäulenfreiheit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist hier ein Loch. Das ist eben, wie gesagt, auch einfach für ein bisschen mehr Luft am Widerriss. Und dadurch kann man eben auch nochmal besser auskammern. Neben der klassischen Form und der Butterfly, also Schmetterlingsform, gibt es da noch das hier. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Das ist jetzt ein Round Skirt. Das ist besonders für kürzere Pferde super geeignet. Also oft für Ponys. Ich hatte das bei meiner Stute persönlich auch, weil sie jetzt für einen Pony normalen, aber für ein Western-Pferd, ein Quarter Horse, einen relativ kurzen Rücken hatte, habt ihr dann das hier bestellt und das ist hier, zeige ich euch das am besten, hier unten ist das abgerundet, das heißt im Vergleich, vielleicht kann ich die mal hintereinander legen, seht ihr das? Also hier hört das
Roundskirt auf und hier ist dann ungefähr nochmal so viel Platz dazwischen. Also es ist kürzer geschnitten durch diesen Roundskirt. Diese Pads, die ihr hier seht, sind übrigens alles eine Mischung aus Filz und Schafswolle. Man nennt das Ganze Wollfilzpads. Und die gibt es natürlich auch noch in hunderten Arten, Materialausführungen und so weiter. Viele davon haben auch noch eine bestimmte Belüftungsfreiheit, um die besonders atmungsaktiv zu machen, haben die so kleine Lüftungsschlitze. Wenn ich ein Foto finde, ist das jetzt hier irgendwo zu sehen. Um dann vielleicht nochmal auf die Größe zurückzukommen, auch da gibt es Unterschiede. Das hier ist jetzt ein ganz normales Filzpad, beziehungsweise Wollfilzpad, und das hat auch eine ganz normale Größe. Zu der Dicke hier, die befindet sich meistens zwischen einem halben und einem ganzen Inch, damit ihr mit dem Inch nicht durcheinander kommt. Das ist eigentlich die Größe, in der Western-Sachen angegeben werden. Nicht verwirren lassen, ein Inch ist ein Zoll, ist 2,54 cm. Zum Umrechnen wird aber meistens mit 2,5 cm gearbeitet. Also wenn das jetzt hier die normale Größe ist, dann besteht das aus 36 mal 34, also einmal die Länge und dann einmal die Breite, Inch oder Zoll, und umgerechnet würde man dann sagen 90 mal 85 cm. Dasselbe gilt auch für die Arabian-Größe oder auch die Pony-Größe von Pads. Jetzt mal hier, stellt euch das einfach als Grades vor. Dann spricht man von der Größe 34-30, also umgerechnet 85-75 cm. Ja, neben diesen ganzen Pads gibt es auch noch eine andere Art von Pad. Ich zeige euch das mal. Das sind solche Pads. Die sind meistens ein bisschen günstiger, je nach Qualität. Und die haben schon ein Blanket übergenäht bekommen. Das bunte Muster hier, das sind so dünne Stoffpads nochmal. Und die nennt man dann Blanket oder auch Show Blanket. Und die kann man über ein hässliches, unschönes Filzpad legen. Und dann hat man quasi, ja, wie verschiedene Schabracken, verschiedene Blankets. Die kann man dann nach Farbe und so weiter aussuchen. Die gibt es übrigens auch in der normalen Größe und in der Arabian Größe. Das Pad hier hat jetzt quasi schon ein Blanket drauf genäht und ist somit ein bisschen schöner gestaltet vielleicht als manch andere. Besteht allerdings innen drin nicht wie die anderen Pads aus Wollfilz, sondern hier ist so Schafswolle mit Synthetikwolle gemischt, sollte also nicht unbedingt so oft verwendet werden, da eben der Schweiß oder die Schweißbildung hier viel schneller entsteht als unter so einem Filzpad wegen der Atmungsaktivität, das habe ich ja am Anfang schon erklärt. Und meistens haben die Pads auch nochmal ein paar Schutzstellen mit Lederbezug, also hier vorne, weil man das ja da auskammert, und meistens dann hier unten, wo der Sattelgurt dann entlang läuft. Neben diesen Pads und den Wollfilzpads gibt es dann auch noch solche Mischungen. Wie ihr hier sehen könnt, da ist ein Stoff über den Filz quasi genäht worden. Das hat unter anderem den Vorteil, dass das ein bisschen den Sattel vom Rutschen abhält, weil er ein bisschen mehr Grip hat quasi. Gibt es aber oft auch mit irgendwelchen anderen Materialien, dass es so ein bisschen anti-Rutsch ist. Da aber bitte auch immer bedenken, es ist nicht grundlos, dass ein Sattel rutscht, also am besten zum Sattler und kontrollieren lassen. Und neben dem Ganzen gibt es natürlich auch das berühmte Blanket. Sieht jetzt erstmal aus wie ein Sattelpad, aber es ist super, super dünn. Dieses Sattelpad ist jetzt auch in der Arabian-Größe, das heißt, ich kann das jetzt einfach über mein Sattelpad quasi legen. Und das Blanket passt da perfekt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Und genau, das ist so das, was man auch gerne für Turniere nimmt. Da nimmt man ein gut passendes, qualitativ auch eher hochwertiges
Pad und legt darauf dann eben ein Blanket. Das hier ist jetzt übrigens ein sehr lahmes, also ist einfach nur beige. Das hat damals sehr schön zu einer Bluse von mir gepasst, deswegen gab es das in beige. Die gibt es aber auch so schön wie das Rosane, was ich euch eben gezeigt habe, oder eben in ganz anderen Farben. Also da habt ihr vielleicht schon mal auf meinem Instagram-Profil das Türkise gesehen. Die sind teilweise wirklich ein bisschen schöner als dieses einfache jetzt hier. Das ist sehr, sehr schlicht. Und wie gesagt, auch in der Arabian-Größe, damit es auf dieses Round Skirt passt. Und zum Schluss lässt sich vielleicht noch sagen, das kennen vielleicht viele von euch noch nicht, dass es auch Padliner gibt. Das sind so kleine, meist aus Baumwolle bestehenden Decken. Die kann man entweder unter das Pad legen oder unter das Blanket. Hauptaufgabe da ist natürlich der Schutz vor Schweiß und Schmutz. Und natürlich vor der Abnutzung. Die Größe davon ist meist 30x30 Inch, also 76 cm. Und das Coole an dem Ganzen ist eben, dass es durch die Baumwolle und durch diesen dünnen Stoff dann, also durch das dünne Maschinenwasch geeignet ist. Man kann die meistens bei 30 Grad waschen. Und wenn dann da sich hauptsächlich der Schmutz, die Haare und so weiter, Schweiß ansammelt, kann man das einfach öfter mal waschen. Wenn euch interessieren würde, wie ich meine Pads so pflege und reinige, also auch die verschiedenen Pads, die ich habe, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und kann das für euch mal planen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch geholfen, es war hilfreich und dann sage ich viel Spaß mit dem Wissen und bis zum nächsten Mal.